Hallo Leute und willkommen zurück zum Advent Special, also zum Weihnachts Special. Ja. Also falls das letzte Mal was mit dem Ton irgendwie was nicht stimmte, dann ist es jetzt nur wahrscheinlich noch immer so. Ich habe nämlich die Tonspur noch nicht angehört, weil ich nehme das gleich hier im Anschluss auf. Ja. Ich warne heute nochmal vor wegen den Reimplatzern. Kann heute wieder gut möglich sein. Aber diesmal bleibe ich dann stumm. Mache ich jetzt einfach mal so. Mir tut das auch irgendwie voll leid. Ich weiß nicht, ich bin momentan irgendwie mit den Videos nicht so zufrieden, die kommen. Ich weiß es nicht, ich bin da nicht mehr zufrieden. Mir wurde auch schon mal gesagt, mach mal einen Kanal-Restart. Ich bring das aber nicht übers Herz. Entschuldigung. Mich verschluckt. Bah. Egal. Ich bring das nicht übers Herz. Mit den Videos. Ich weiß nicht, ich bin da so komisch. Weil ich mach das wirklich. Das mache ich hin und wieder. Ziemlich oft sogar. Also in der Woche jetzt sage ich mindestens ein bis zwei Mal, schätze ich jetzt einfach mal grob. Schaue ich mir alte Videos an. Und mit alten Videos meine ich jetzt so von einem Jahr oder so. Oder von einem Dreivierteljahr, irgendwie sowas. Das macht echt Spaß. Weil das war so die Zeit, da hatte ich echt nur Gedanken bei YouTube und ja, wie soll ich sagen, hatte auch viel Zeit für YouTube, mehr als jetzt. Boah, wenn das irgendwie gehen würde, ich würde YouTube sofort zu meinem Beruf machen würden. Was machen würden? Wenn es gehen würde, würde ich sofort YouTube zu meinem Beruf machen. Das wäre geil. Aber mir geht es ja nicht um Geld, mir geht es um Spaß. Also, jetzt wäre ehrlich mal. Ohne dass das jetzt irgendwie geldgeil oder irgendwie sowas klingt, weil manche sagen dann, du bist ja voll geldgeil, weil du dann mit deinen Videos Dings Geld verdienst. Aber stell dir das mal vor, das wäre doch echt geil, wenn man sich zu Hause hinsetzt, Videos macht, keine Ahnung, ein bis zwei Videos am Tag und bekommt dafür Geld. Das ist doch so geil, oder? Also ich stelle mir das geil vor. Ich meine, gut. Man könnte in Stress kommen, aber würde ich in Kauf nehmen. Aber ich glaube nicht, dass das jemals irgendwie was wird. Da müsste schon ein Wunder, ein Weihnachtswunder oder was weiß ich geschehen, dass wir auf einmal viele Abonnenten haben. Also, dass wir dann, wie soll ich sagen, berühmter oder bekannter werden. Berühmtes Wort mag ich irgendwie nicht. Auf YouTube, ich mag da eher das Wort bekannter. Aber wie man will. So 1000 Abos wären schon was. Ich weiß, davon kann ich mir vielleicht ein paar Schuhe kaufen, aber wenn überhaupt. Aber mir geht es ja auch nicht so. Also schon, Abonnenten zu haben, ist schon geil. Ich meine, ich freue mich über jedes neues Abo. Und weine über jedes Verlorenes. Nur Spaß. Die deabonnieren, die brauche ich sowieso nicht. Weil, ganz ehrlich, ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich jemals einen Kanal deabonniert habe, weil ich zum Beispiel jetzt, weil ich jetzt denke, ich habe zu viele Abonnenten, ich habe zu viele Leute abonniert, so meine ich das jetzt. Hatte ich auch schon, ist mir schon oft vorgekommen, dass es Leute gemacht haben. Ja. Bin mal still.